Mir ist Folgendes vor ein paar Jahren passiert. Ich habe eine Freundin in einer anderen Stadt besucht, hatte dann ein total schönes Wochenende und bin dann mit dem Zug heimgefahren. Als ich im Zug war, wollte ich eben der Freundin schreiben, dass ich gut angekommen bin und suche nach meinem Handy. Ich schaue in jeder Tasche, ich schaue in jeder Jackentasche, ich schaue in jeder Rucksacktasche und mein Handy ist nirgends. Ich natürlich voll Panik, denn auf dem Handy war nicht nur mein Ticket für den Zug, sondern eben auch alle meine Kontakte und die ganzen Fotos, also Erinnerungen aus den letzten Jahren. Was tun in so einer Situation? Ja, was also tun, wenn einem das Handy geklaut wurde oder man es verloren hat? Dazu kriegst du alle möglichen Infos in diesem Video und auch gleich ein paar Tipps, was du besser vorher mal einstellen solltest. Das Wichtigste gleich mal vorneweg, es gibt so ein paar Einstellungen, die du vornehmen kannst, die dir helfen, wenn du dein Handy verlierst. Und ganz ehrlich, eigentlich solltest du die sofort jetzt machen, denn es lässt sich einfach schlecht planen, wann man beklaut wird oder wann man sein Handy verliert. Aber wenn du jetzt schon in der misslichen Lage bist, dass dein geliebtes Handy weg ist, kommt jetzt erstmal die Handysektor, Handy ist weg, Notfallhilfe und die Einstellungen kommen danach. Erstens, du kannst jemanden bitten, dich auf deinem Handy anzurufen, denn vielleicht hast du es einfach nur verloren, jemand anders hat es gefunden, kann aber nichts machen, weil ja die Bildschirmsperre drin ist. Mit einem Anruf könnte man sowas zum Beispiel schon klären. Zweitens, insbesondere wenn du vermutest, dass dein Handy geklaut wurde, solltest du es schnellstmöglichst sperren lassen. Das geht entweder über die Service-Rufnummer von deinem Provider oder über die allgemeine Sperrhotline, die du unter 116 116 erreichen kannst. Denn wenn dein Handy gesperrt ist, kann darüber zumindest niemand mehr irgendwie Geld ausgeben oder an deine privaten Inhalte wie zum Beispiel gespeicherte Fotos kommen. Als nächstes kannst du dein Handy bei der Polizei als gestohlen oder verloren melden. Damit die Polizei dein Handy, falls sie es wiederfinden, aber eindeutig identifizieren kann, wirst du auf jeden Fall nach der IMEI gefragt. Das Wort IMEI steht für International Mobile Equipment Identity und jedes Smartphone hat eine eigene. Das ist jetzt auch schon das erste To-Do aus diesem Video. Schreib dir deine IMEI auf. Die IMEI findest du, indem du Sternchen Hashtag 06 Hashtag eingibst. Manchmal muss man dann auch auf Anrufen drücken und dann wird dir die angezeigt. Direkt aufschreiben. Was du auf jeden Fall auch machen solltest, ist dir genau überlegen, wann du dein Handy das letzte Mal hattest oder wann du dich daran erinnerst, es das letzte Mal gehabt zu haben und dann den ganzen Tag, wo auch immer du den verbracht hast, alle Orte nochmal abzugehen. Denn so ein Smartphone, das rutscht wirklich schneller aus der Hosentasche, als man manchmal denkt. Dieses Vorgehen ist aber auch noch aus einem anderen Grund sinnvoll, denn du kannst dabei vielleicht die ganzen Fundbüros, die da in der Nähe liegen, abklappern. Oftmals finden Leute was und geben es eben beim nächsten Fundbüro ab und wenn du Glück hast, liegt da auch dein Smartphone und wartet auf dich. Ich gebe zu, leider sind diese Möglichkeiten echt ziemlich begrenzt und wie cool wäre es einfach, wenn man auch noch aus der Ferne irgendwas mit seinem Handy machen könnte. Es tracken zum Beispiel. Die gute Nachricht ist, das geht. Was du an deinem Gerät dafür machen musst, das erklärt dir jetzt Laura. Um dein Android-Handy orten zu können, musst du am Gerät mit dem Google-Konto angemeldet sein, denn über dieses Konto findet anschließend die Ortung statt. Es ist allerdings möglich, dass diese erst ab der Android-Version 8.0 funktioniert. Um die Ortung durchführen zu können, müssen zudem einige Einstellungen an deinem Smartphone aktiviert werden. Öffne hierfür die Einstellungen an deinem Handy und scrolle herunter zum Punkt Google. Suche nun den Punkt Mein Gerät finden. Klicke nun auf den Schieberegler, um die Funktion zu aktivieren. Geh zurück auf die Hauptseite deiner Einstellungen und geh zum Punkt Standort und aktiviere diesen. Stelle zudem unter dem Punkt Verbindungen sicher, dass du mit dem WLAN oder mit den mobilen Daten verbunden bist. Hier noch ein Hinweis. Viele Android-Smartphones sind unterschiedlich aufgebaut. Solltest du die Einstellungen nicht auf diese Weise finden, kannst du sie auch über die Suchleiste oben aufspüren. Die Ortung deines Gerätes findet anschließend über die Webseite android.com/find statt. Hier musst du dich mit deinem Google-Konto einloggen. Anschließend wird dir der Standort deines Gerätes angezeigt. Du hast nun die Option, dein Handy klingeln zu lassen, auf dem Smartphone eine Nachricht für den Finder des Smartphones anzeigen zu lassen, das Gerät zu sperren oder sogar die Daten auf deinem Gerät zu löschen. Achtung! Nach dem Löschen kann dein Gerät nicht mehr geortet werden. Um dein iPhone orten zu können, brauchst du die App Whoist. Diese sollte auf deinem Gerät schon vorinstalliert sein. Damit die Ortung funktioniert, musst du nun einige Einstellungen an deinem iPhone vornehmen. Öffne hierfür die Einstellungen und wähle Datenschutz und anschließend Ortungsdienste. Aktiviere diese nun. Nun erscheint eine Liste der Apps, welche zur Nutzung deines Standorts fähig sind. Über den Klick auf die App Whoist kannst du nun festlegen, ob die App die Standortberechtigung haben soll. Damit die Ortung funktioniert, wähle hier beim Verwenden der App aus. Gehe anschließend zurück auf die Hauptseite deiner Einstellungen und klicke oben auf dein Profil. Auch hier wird Whoist aufgelistet.
klicke auf den Unterpunkt Mein iPhone suchen und stelle sicher, dass die beiden Schieberegler Mein iPhone suchen und Wo ist Netzwerk aktiviert sind. Der zweite Regler gewährleistet, dass eine Ortung auch möglich ist, wenn dein iPhone gerade offline oder ausgeschaltet ist. Um dein Gerät anschließend zu orten, musst du dich über die Webseite iCloud.com/find mit deiner Apple-ID und dem Passwort einloggen. Klicke auf Mein iPhone suchen, wähle dann oben in der Mitte des Bildschirms dein iPhone aus. Es kann nun ein Ton abgespielt werden, welcher es erleichtert, das iPhone zu finden. Außerdem kann der Modus Verloren aktiviert werden. In diesem Fall erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail und kannst deine Nachricht auf dem iPhone anzeigen lassen. Zudem werden dann die Zahlungsoptionen deaktiviert. Für mich war es damals auch einfach richtig schlimm, dass meine ganzen Kontakte, Fotos und Videos weg waren. Natürlich wusste ich auch damals schon, dass man die eigentlich regelmäßig sichern sollte, aber ich habe es aus Faulheit halt einfach nicht gemacht. Heute machen das einige Smartphones ja schon automatisch. Vielleicht ist es bei dir schon so, vielleicht aber auch nicht. Deswegen mein Tipp, nimm dir doch jetzt direkt in diesem Video oder auch nach dem Video kurz Zeit, folgende Sachen dir anzuschauen. Kontakte, Bilder und andere Daten wie der Kalender, SMS und die Anrufliste können über das Google-Konto bei Google Drive online gespeichert werden. An deinem neuen Handy kannst du die gespeicherten Daten über das Google-Konto dann wiederherstellen. Achtung, das geht aber nur, wenn dein neues Handy die gleiche oder eine höhere Android-Version hat. Damit alles funktioniert, musst du noch einige Einstellungen treffen. Gehe dafür an dem alten Handy in die Einstellungen. Scrolle zum Punkt Google und wähle den Unterpunkt Sicherung aus. Nun kannst du bestimmen, welche Daten bei Google Drive gesichert werden sollen. Für die Kontakte musst du auf den Punkt Google-Kontodaten klicken. Hier kannst du nun deine Kontakte mit Drive synchronisieren. An deinem neuen Handy kannst du dann über Google Einrichten und Wiederherstellen, Kontakte wiederherstellen, diese synchronisierten Kontakte auf das neue Handy herunterladen. Doch auch hier gilt wieder, viele Android-Handys sind verschieden aufgebaut. Unter Umständen befinden sich die Einstellungen an deinem Handy an einer anderen Stelle. Nutze zur Not die Suchleiste. Auch Kontakte und Bilder am iPhone zu sichern ist gar nicht schwer. Öffne dafür einfach die Einstellungen und wähle oben dein Profil aus. Wähle den Punkt iCloud. Stelle sicher, dass die Synchronisierung für die Fotos eingeschaltet ist, so wie hier. Um die Kontakte zu synchronisieren, musst du den Schieberegler betätigen und Zusammenführen auswählen. In der iCloud kannst du die gespeicherten Dateien finden und auch an deinem neuen Handy herunterladen. Mit diesen Tipps findest du vielleicht dein verlorenes Smartphone wieder oder du hast zumindest alles, was dir am Herzen liegt, auch wenn dein Smartphone mal weg sein sollte. Ich drücke dir trotzdem ganz fest die Daumen, dass es dir hier passiert und du gibst uns vielleicht einen Daumen nach oben für dieses Video.